Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Das heutige Video ist zugegebenerweise ein wenig inspiriert von wiederkehrenden Kommentaren unter dem ein oder anderen Video und auch der ein oder anderen Nachricht, die ich auf Instagram bekommen habe. Immer mit dem mehr oder weniger selben Inhalt, beziehungsweise zwei Düften, die immer wieder dort aufgetaucht sind. Nämlich Carlyle und Herod und der Frage, welchen der beiden Düfte würde ich am ehesten empfehlen oder welcher aus meiner Meinung nach besser für dies und das geeignet, pipapo. Warum es gerade die beiden sind, die sich so in der Fragestellung hier und da gegenüberstehen, das weiß ich nicht. Hätte genauso gut auch die Frage zwischen Leighton Exclusive und Carlyle sein können oder dem normalen Leighton und Herod. Aber es sind einmal die beiden geworden. Habe die beiden hier auf meinem Tisch noch stehen sehen und dann dachte ich mir, komm, können wir einmal ganz spontan das Video aufnehmen, Licht 1 und 2 aufgestellt und dann geht das los. Halt einmal beide Flakons hier in die Kamera, geht hier einmal los mit dem Herod und dann natürlich hier zum anderen den Carlyle. Ich versuche zu Anfang einmal beide Düfte dufttechnisch ein bisschen anzureißen in der Beschreibung, damit du ein grobes Bild hast und dann gebe ich einfach so meine ganz entspannte Meinung hier in den Raum und dann musst du selber für dich entscheiden, was du davon hältst und so weiter und so fort. Fange einmal an hier mit Carlyle. Carlyle möchte ich dir beschreiben als Beast in Haltbarkeit im Themenkreis der Projektion. Und einem Duft, der startet schon sehr, sehr süß, schon sehr monströs, baut extrem auf zu Anfang, hat eine überraschenderweise gut wahrnehmbare grüne Apfelnote im Kopf, das Ganze schon von sehr vielen süßen Elementen umspielt, wirkt sehr weich auf mich und hat dazu eben ein paar, ja, einfach orientalischen, mystischen, tiefen Einschlägen eine sehr schön gemachte Safrannote bei sich, wie ich finde, die dieser grünen Apfelnote so ein bisschen den Schub nach vorne gibt. Und dann merken wir, wie sich Carlyle nach und nach in immer dichtere, süßere Gefilde ja hinbewegt, auf jeden Fall immer orientalisch bleibt, eine ganz leichte und dezente Rosennote aufbaut und sich mehr und mehr noch diesem Vanille-Thema hinzugeben versucht. Alles in allem ein absolut toller, schöner Duft, der halt extrem stark ausstrahlt, sehr schön projiziert, extrem lang hält. Wie soll ich es beschreiben? Das übliche Thema, er geht andere Wege, er steht ziemlich weit abseits der gewohnten Box, ist aber trotzdem leicht verträglich, sehr massengefällig und hat ebenso das Potenzial, dir gute und viele Komplimente zu bringen. Das einmal hier zum Carlyle. Herod ist relativ ähnlich aufgestellt, dreht sich aber viel mehr um das Thema Tabak in seiner, ja, in seinem Kernthema. Vielleicht leicht anlehnend zu einem ganz fein und hochwertig ausgearbeiteten Pfeifentabak. Startet mit einer sehr prominenten Zimtnote, wie ich finde. Zimtig, weich, süß, wunderbar rund und sehr charmant abgestimmt. Arbeitet sich dann, wie gesagt, in dieses Tabakthema vor, hat irgendetwas von einer sehr, sehr gut wahrnehmbaren Cremigkeit und entwickelt sich dann letztendlich ebenso wie Carlyle, nur auf eine andere Art und Weise hin in dieses Vanillethema. Äußerst verführerisch, verspielt, trotzdem seriös, zielstrebig, charakterstark, nie zu aufdringlich, trotzdem wahrnehmbar, eine ganz, ganz grandiose Mischung. Projiziert auch gut, hält auch gut, aber nicht so stark wie der Carlyle. Und da sind wir schon bei dem ersten Unterschied. Carlyle ist auf jeden Fall präsenter und länger anhaltend als Herod. Das möchte ich dir hier einmal ganz klar gesagt haben. Und Herod könnte, so zumindest meiner Wahrnehmung und Auffassung nach, nicht ganz so stark von deinem Umfeld wahrgenommen werden. Beide werden trotzdem wahrgenommen, auch Herod wird wahrgenommen, aber ich würde sagen, dass Herod eventuell in vielen Situationen ein bisschen umgänglicher ist als Carlyle, da er sich ein bisschen mehr zurückhält und einfach von innen heraus mehr strahlt, wenn du verstehst, was ich meine.
Und so würde ich sagen, und das ist jetzt so mein persönlicher Anstrich, dem ich diesem Video geben möchte, für mich ist, wenn es darum geht, auf der sicheren Seite zu sein, wenn es darum geht, zu gefallen, Winterduft zu haben, beziehungsweise Herbstduft, auf jeden Fall einen Duft für die kälteren Tage, ist Herod für mich eher die erste Wahl, schlichtweg, wenn es darum geht, vielleicht irgendwo auf Arbeit zu gehen, etwas mehr auf der sicheren Bank zu sein, zu wissen, okay, ich bin nicht ganz so aufdringlich, ich gefalle trotzdem, werde trotzdem wahrgenommen und ich möchte etwas sehr Verführerisches und einfach sehr, sehr Gefälliges haben, dann würde ich mich für Herod entscheiden. Wenn ich aber mehr auffallen möchte, wenn ich auch über die weiteren Strecken wahrgenommen werden möchte und wenn es mir darum geht, schon ein bisschen mehr, wie soll ich dir das sagen? Ich denke mal, du weißt, was ich meine. Color ist einfach merklich stärker, potenter, präsenter und von seiner Art und Weise, obwohl er ganz fein abgestimmt ist und wunderbar aufeinander, miteinander funktioniert, also die Komponenten funktionieren sehr gut miteinander, mein Gott, Wortfindungsstörung, finde ich doch, dass Color etwas an sich hat, woran man sich stören kann, ob nun positiv oder negativ, aber du wirst auf jeden Fall eher wahrgenommen und setzt eher ein Zeichen und bist eher vielleicht der Typ, der im Gedächtnis bleibt, wenn man Carlyle trägt. Und wenn es dir darum geht, würde ich eher in Richtung des Carlyle gehen. Wenn du als Mann auf ein Date gehst beispielsweise und du sagst, okay, ich treffe ein Mädchen, eine Frau zum ersten oder zum zweiten Mal, ich möchte etwas haben, was auffällt, womit du im Kopf bleibst, aber was auf jeden Fall eine ganz, ganz todsichere Bank ist. Herod, wenn du ein klein bisschen mehr riskieren möchtest oder dir etwas sicherer bist, dann nimmst du Carlyle. Wenn du irgendwo zum Essen gehst, auf ein Date, ein bisschen mehr in dem engeren Raum unterwegs bist und einfach dem Duft nicht so viel Raum geben kannst, geschlossene Räume etc. pp. Herod. Ja, meinetwegen passt jetzt vielleicht ganz gut irgendwo auf den Weihnachtsmarkt geht. Oder von mir aus auch in den Club, irgendwo, wo Raum ist, wo Platz ist oder wo es darum geht, sich durchzusetzen und einfach mal so richtig auf den Tisch zu hauen und einfach mal so richtig, ja, du weißt, was ich meine. Dann würde ich Carlyle nehmen. Bist du im Nischenthema schon ein bisschen vertraut und suchst, ich sag mal in Anführungszeichen, die nächste Herausforderung, das nächste Level, möchtest ein bisschen mehr riskieren, ein bisschen mehr wagen und einfach sagen, komm, ich möchte jetzt was ausprobieren, neue Sachen kennenlernen, dann Carlyle. Und Herod ist für mich eher der, ja, ich sag mal, doch durchaus Nischen-Einsteigerduft, der schon sehr eigen ist, der schon gewisse neue Wege geht, gerade wenn man so aus dem Designer-Segment drüber ins Nischenthema geht, dann ist das ja schon ein sehr, sehr aufregender Duft, aber eben trotzdem sehr sicher, sehr gut abgestimmt und einfach rundum stimmig, sodass man hier auch nicht so viel falsch machen kann, wenn du mich fragst. Das ist einfach der Duft, der viel mehr auf der sicheren Seite ist und viel mehr für dich die sichere Bank ist. Und wenn es dir um das Thema natürlich Tabak geht, Vanille geht, diese Verführung geht, dann ist Herod deine erste Wahl. Und wenn du mehr in das orientalische Thema reingehen möchtest, ein bisschen süßer, ein bisschen schwerer, ein bisschen opulenter unterwegs sein möchtest, dann ist hier Carlyle für dich die Wahl. Und damit habe ich das Thema hoffentlich ein bisschen verständlich rübergebracht. Ich hoffe, du konntest mit meinen Beschreibungen ein bisschen was anfangen. Das Video halt auch relativ spontan entstanden und naja, wie das halt manchmal so ist, aber ich finde, die spontanen Sachen sind manchmal um einiges besser als die Sachen, die man Ewigkeiten vorab durchdacht und durchgekaut hat und am Endeffekt kommt man doch irgendwie auf keinen grünen Zweig. Von dem her, was soll ich dir noch sagen? Ich danke dir sehr fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.